Yo, meine Freunde, willkommen auf einem neuen Video auf meinem Paskalationskanal. Ihr wisst doch Bescheid, Alter. Wir ziehen uns jetzt rein. Elias, Tokyo Drift, Alter. Ich bin gespannt. Elias, jeder weiß, ich mag seine Musik sehr, zumindest viele Sachen, nicht alles. Für mich, man weiß ja auch für mich, dass Shindy für mich ein Riesenrapper ist. Und Elias ist so das Signing, was ich da gerne sehen würde. So, wenn ich es entscheiden könnte. Wirklich von allen Rappern, so die es gibt, so vom Hinpassen von der Musik, wo ich dann denke, ja, boah, geil, das wäre das Krasseste. So, dann würde ich Elias nehmen, Alter. Was jetzt nicht, ich würde nur erklären, wie krass ich Elias finde. Feier ich. Wir gehen rein. Yeah. I wanna see what the kids got. Yeah, Fast and Furious, ey, yo, steig in die Corvette. Stingray, es geht los, halt dich fest. More Es geht money. los, halt dich fest. No money, no problems. So, dieser Flow, den Elias hat jetzt auch so einmalig in Deutschland, Digga. Nicht anders, er rappt so. Und es ist erstmal, selbst wenn es nicht krass, was er sagt, vom Flow klingt es halt erstmal krass. Weißt du, was ich meine? Das ist schon krass. More problems, was ist next? Alles, was du siehst, ist Rauch. Baby, ciao, ich bin weg. Fast and Furious, ey, yo, steig in die Corvette. Stingray, es geht los, halt dich fest. More money, more problems, was ist next? Alles, was Scheint du die siehst. Hook zu sein, finde ich geil. Ich weiß gar nicht mehr, wie sein letzter Song hieß. Ich glaube, der erste Song, den er jetzt gemacht hat nach seinem Album. Fuck, wie hieß der denn? Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Auf jeden Fall fand ich ganz nice, aber nicht so stark wie die Songs, die auf seinem letzten Album drauf waren. Wie Underdog zum Beispiel. Digga, war das krass, ne? Überleg dir das mal. Das war wirklich geisteskrank. Dieses Rauch, Baby, ciao, ich bin weg. Yeah. Smooth Criminal, glaub mir, nein, ich stotter nicht. Felgen glänzen in der Nacht und im Sonnenlicht. Keine Kratzer in deinem Lack, wenn du Popper bist. Und die dachten wirklich alle, Mann, die stoppen mich. Doch alles Die cool. dachten echt alle, die stoppen mich. Ist nice. Elias hat auch Hype ohne Ende, so vom Feeling. Baut sich alles alleine auf, was ich auch nice finde. Klar, ich habe ja vorhin auch am Anfang des Videos gesagt, ich würde es voll nice finden, wenn er bei Friends with Money irgendwann landen würde. Aber andererseits denke ich mir auch, Digga, ich feiere das auch voll, wenn man seinen Weg so komplett ohne jemanden geschafft hat. So, weißt du? Klar, du bist bei dem Label und machst das auch selber alles, aber dieser Push, der ist halt dann da. Und das hat Elias sich einfach komplett alleine aufgebaut und feiere ich übertrieben. Cool, alles easy, Mann, okay. Okay. Seitdem ich rappe, ist mein Portemonnaie ne PSP. Let's go. Need for Speed, Gran Turismo und kein ICE. Ich drück aufs Gas und hey, da bluten so wie mein Filet. Let's go. Ich sag. Rappe ist mein Portemonnaie, eine PSP, Alter, ist auch eine sehr geile Line. Corvette, aber eigentlich fahr ich Maserati. Komm ich vorbei, denken Leute, wir sind in Abu Dhabi. Fly is the life, no doubt, Baby Gwen Stefani. Whip fast, Cash grün, Baby wie Wasabi. Fast and Furious, ey, yo, steig in die Corvette. Stingray. Wasabi, ist das nicht diese? Warte, ich mach nochmal kurz zurück, Leute. Dhabi, fly is the life, no doubt, Baby Gwen Stefani. Whip fast, Cash grün, Baby wie Wasabi. Ah, Fast and okay. Ja, Furious, ey. ich hab's verwechselt. Sorry, Leute. Ich war komplett falsch, aber egal. Auf jeden Fall, nicer erster Part. Hook finde ich auch sehr nice. Die neue Need for Speed Hünde ist hier am Start, Alter. Die neue Fast and Furious Hünde ist hier am Start, Alter. Feier ich. Yo, steig in die Corvette, Stingray, es geht los, halt dich fest, More money, more problems, was ist next? Alles, was du siehst, ist Rauch, Baby, ciao, ich bin weg, Fast and Dieses Furious, Bild ey. erinnert mich auch so von der, also ist nicht die gleiche Location, aber du hast direkt dieses Bild im Kopf von Underdog. Das ist ja mein absoluter Lieblingssong von Elias. Aber auf dem Album waren auch so noch einige Songs. Ich kenne die Titel jetzt nicht alle aus dem Kopf so, aber waren nice Dinger drauf, Alter. Und den Flow, den hat, den feiere ich ja so übertrieben, ne? Digga. Yo, steig in die Corvette, Stingray, es geht los, halt dich fest, More money, more problems, was ist next? Alles, was du siehst, ist Rauch, Baby, ciao, ich bin weg, Für dich ist kein Platz, Homie, das sind Two-Seater. Ging aus der Hood mit nix und ich kam im Coupe wieder. Geht das so weit? Ging aus der Hood mit nix, also ich hatte gar nichts und komme mit so einer Karre wieder oder mit so einem Coupe wieder, besser gesagt, hat er ja gesagt. Finde ich, ist nice, Alter, aber einfach Real Talk sitzt und du fühlst es, weil du weißt, wie es war und wie es jetzt ist und Digga, nice.
weiß, da schreibe ich das alles im Buch nieder. Yeah. Free Smoke, Baby, ich riech in der Booth Reefer. Cops halten an und fragen, wo ist der Führerschein? Wagen liegt so tief, die passen durch die Tür nicht rein. Oh, nice. So, er wird nach Polizei, fragt ihn nach Führerschein. Der Wagen liegt so tief, sie, warte, sorry, ich muss nochmal kurz zurück. Wagen liegt so tief, die passen durch die Tür nicht rein. Genau, Wagen liegt so tief, die passen durch die Tür nicht rein. Digga, das ist so eine nice Line. Digga, die ist anders geil. Sitz muss gut aussehen, nicht gemütlich sein. Ab in Smoke, mit den Autos auf die Bühne time. Muss gut aussehen, muss nicht gemütlich sein, ist dieser komplett andere Flex, so von oben herab, was ich übertrieben feier. Das war, wie weiß ich, das ist genau wie mit dieser Line, ich trage eine Uhr nicht, weil ich nicht wissen will, wie spät es ist. So, finde ich nice, Alter. Soll ich sagen? Nightclub, Homie, das die Dub Edition. Von 0 auf 100 in paar Seconds, keine Competition. Laid back, Baby, wenn ich meinen Text schreibe. Immer clean, Sneaker Match mit meiner Bremsscheibe. Fast and Furious, ey, yo, steig ja, in was die soll ich sagen? Über ein nice Song von Elias. Wie gesagt, finde ich besser als sein letzter Song, auf jeden Fall. Der letzte Song war irgendwie ganz cool, aber doch nicht so ganz krass, weißt du? Ich habe auch an Elias einen ganz anderen Anspruch, als ich ihn beim anderen Rapper habe. Ist bei mir auch von Rapper zu Rapper unterschiedlich. Das muss man halt auch immer vergleichen. Weil du hast dann den Rapper viel lieber als den und der trifft dann eher deinen Musikgeschmack oder du erwartest vielleicht das lieber und er macht dann das. Ist immer schwierig. Es geht los, halt dich fest. More money, more problems, was ist next? Alles, was du siehst, ist Rauch, Baby, ciao, ich bin weg. Fast and Furious, ey, yo, steig. Ist Rauch, Baby, ich bin weg. Ist halt auch über nice. Kann man sich auch übergeil im Auto so anhören. So ist über nice. Er hat auch immer noch dieses von oben herab gerappe, was ich sehr nice finde, sein Flow. Und trotzdem auch in seinen Parts kommen immer wieder Zeilen vor, wo du denkst, Digga, ja, geil. So, weißt du? Das ist einfach chillig. Steig in die Corvette, Staying Ray, es geht los, halt dich fest. More money, more problems, was ist next? Alles, was du siehst, ist Rauch, Baby, ciao, ich bin weg. Das scheint hier gewesen zu sein. Ich weiß nicht, ob jetzt noch eine Release-Ankündigung kommt. Schade, dass der Song so kurz ist. So eine dritte Strophe wäre noch ganz nice gewesen. Aber das ist ja einfach heutzutage so. Aber sonst gefällt mir richtig gut. Ne, eine Ankündigung gibt es noch nicht. Ich dachte, dass ein Album jetzt kommen wird bald. Aber okay, bis jetzt noch nicht. Und ja, ich bin gespannt, was von Elias jetzt noch dieses Jahr alles kommt. Ich hoffe, dass auch noch ein Album droppen wird. Claire hat es auch schon bekannt gegeben und ich habe es nicht mitbekommen oder so. Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Und ja, schreibt mir auch gerne eure Meinung zum Elias-Song. Und ja, wenn ihr Rap so feiert wie ich, abonniert doch meinen Kanal, Leute. Ich bin raus, meine Freunde.